Willkommen zurück, ihr Lieben da draußen, zu einer neuen Folge von Little Nightmares 2. Ja, hier knarzt irgendwas in dem Haus, in das wir in der letzten Folge reingeklettert sind. Das sind aber nur die Balken. Nur die Balken. Alles gut. Alles gut. Herzlich willkommen. Neue Folge. 58 Sekunden, ey. Ah, das sollte so sein. Okay. Oh nein. Komm, Kleine. Ich weiß, du bist furchtbar bösartig, aber ich helfe dir trotzdem. Ist wieder Spielzeug und irgendwas, was auf dem Boden gemalt wurde. Auch die Bilder hier, das Bild von dem Anzugmann da an der Wand. Ja, das lässt sich, glaube ich, auch nicht vermeiden. Elektroschocks, ne? Kommen wir der Tür eigentlich jedes Mal näher, oder? Schon so ein bisschen, ne? Oh ja, jetzt kommen wir ganz nah. Oh shit. Oh shit.
will hin, ich will hin. Oh nein. Warum bist du nicht hingegangen? Jetzt hin, oh Mann. Hier können wir nichts machen. Müssen wir zum Fernseher gehen? Verwirrendes Spiel. Immerhin lag hier eine Matratze. Hier komme ich nicht wirklich hoch, ne? Ah! Runterfallen will ich jetzt aber auch nicht. Aber wir müssen doch hier hoch. Wir haben kein Licht mehr. Ihr müsst leider mit der Dunkelheit auch leben. Ich bin sicher, wir müssen da hoch irgendwie. Wir können ja unsere Freundin nicht im Stich lassen. Na komm schon, du bist doch vorhin auch da hochgekommen. Komm, gib dir Mühe. Ah, jetzt. Oh, Teleportation. So, so. Das hat uns aber nicht viel gebracht, ne? Was bringt uns das? Können wir mit dieser Tür irgendwas machen? Na, natürlich nicht, aber... Gerade bin ich überfragt, Moment. Ach, hier ist eine Kurbel. Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Na, eine Kurbel auch. In die andere Richtung. Okay.
Du liebe Zeit, du liebe Zeit. Was für ein Ort. Wie cool der ist. Also, naja, wenn man da ist, wahrscheinlich nicht so. Aber das Design ist so cool. Na, das wird ja jetzt wieder ein Spaß. Hätte ich mal nichts gesagt. Oh gut, okay. Es muss auch mal klappen. So. Ja, und diese Melodie wurde auch im ersten Teil schon gespielt, da kann ich mich genau dran erinnern. War das nicht der Langarmige? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Schon so lange her. Oh Gott, jetzt sind wir noch die Fernbedienung. Den Sprung schaffen wir nicht, oder? Okay. Keine Ahnung, wo uns der hinführt. Ich guck mal kurz hier drüben. Da ist noch so ein Loch. Ich habe den nur mal angemacht. Vielleicht hilft es uns ja. Ach, hier sind wir jetzt. Ah, hier geht's weiter. Moment. Ein Hut. Sehr schön. Moment, den zeige ich euch sofort. Wenn wir schon mal einen finden. Ein kleiner Pilot. Jui. Aber ich kann mir nicht helfen. Ich mag einfach unser kleines gelbes Regenhütchen am liebsten. So. Na, nun komm. Gut, dann schleichen wir mal wieder zurück. So. Können wir das Ding hier ziehen? Oh ja, tatsächlich. Ich weiß zwar nicht genau, was es tut. Uns hilft es auf jeden Fall nicht. Hä? Oh, Moment. Und wieder den ganzen Weg.
Oh, ich lasse auch noch los. Entschuldigung, ich hätte es geschafft, ich habe nur losgelassen. Jetzt hätte ich schon fast den Sprung nicht mehr geschafft, ey. Bitte lass mich das nochmal schaffen. Nein, warum? Wir haben ja Zeit. So. Jetzt aber. Stört sie gar nicht, ne? Ich will auch gar nicht wissen, was passiert, wenn ich das ausmache. Die haben auch alle keine Gesichter, glaube ich, ne? Oh, ich muss sie da wegkriegen, glaube ich, ne? Ja, großartig. Was? Hat sie gerade meine Seele absorbiert? Kriegt sie das denn mit? Na und ob? Eieiei. Was machen wir denn da Schönes? Kommen da auch wirklich nicht weiter? Können wir uns hier verstecken? Aber was bringt das? Wir haben auch nichts zum Schieben, ne? Das Fenster ist ja auch offen hier. Ja, wir müssen irgendwie da lang. Oder können wir von hier aus den Fernseher? Das bringt auch nichts, ne? Das hat gut geklappt.
Git. Das sind aber auch Gestalten. Das ist total cool. Wo mir das Gedudel so ein kleines bisschen auf die Nerven geht. Natürlich nicht gewollt. Na komm. So geht das nicht. Sieht doch beide an. Oh. Komm, zieh dich hoch. Puh, wie gemein. Dieses Spiel will einen aber auch in den Tod stürzen, ne? Warum? Das hinten ist so ein Sendemast, wie es aussieht. Müssen wir hier reinspringen? Könnte schief gehen, ich sehe nicht, was da drunter ist. Okay, es geht. Mach den schon mal an, vorsichtshalber. Ich mach mal. Na, das klappt gut. Okay. Wo ein Hebel ist, dann ziehen wir den. Der ist noch von der anderen Seite. Ich häng fest. Ja. Also gut. Ich hab keine Ahnung. Okay. Ach, das war mir nicht bewusst. Oh nein, wir müssen hier was reinlocken, ne? Wenn sowas ist, müssen wir... Oh nein. Ja, da steht jemand vor der Tür. Nein, rufen kann ich nicht. Nein, können wir nicht. Okay. Was sollen wir tun? Wie kriegen wir den hier rein? Ich meine, ich weiß, was wir dann tun sollen, aber wie kriegen wir den hier rein?
Oder müssen wir erst den Hebel umlegen und können dann rufen, vielleicht? Mal probieren. Nee. Was tun wir denn? Wir das hier ziehen, schieben? Glaube nicht, ne? Hier rauf. Hä? Ach so. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nein, nein, nein! Sind wir jetzt beide gestorben? Na toll! Das ist ja toll! Boah, das war knapp. So, die Tür ist auch dann offen. Ich mach mal. So, der Hebel ist kaputt. Das, was wir da. Ich will kämpfen. Wenigstens fällt er immer weich. Ja, ich nehme das sofort. Ich guck nochmal eben hier. Ist hier was? Hier ist auch wieder so ein Auge drauf auf der Tür. Dann schieben wir das mal dahin. Geht die nicht ganz auf? Okay. So, jetzt haben wir schon mal eine Verbindung dazu, aber was uns das gebracht hat? Was hat es uns gebracht? Waren da verschiedene Etagen? Kann man da irgendwie abdriften oder so? Abdriften. Moment. Probier das nochmal. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Wahrscheinlich machen wir es jetzt umsonst. Nee, das geht nicht. Das geht auch nicht. Da muss ich drüber nachdenken, ihr Lieben. Dann weiß
ich jetzt auch nicht. Wir können jetzt auch nicht das Ding hier nehmen. Aber was wird das... Hä? Ich weiß gar nicht, wieso wir das tun sollten. Warte, ich gehe nochmal hier rein. Dann wir hier drauf. Machen wir hier. Auch das ist schön, aber was hat es uns gebracht? Oder können wir jetzt, wenn wir runter... Es könnte sein, dass es schief geht jetzt, wenn wir jetzt runterspringen. Können wir dann da vielleicht weiter oder so? Nö. Wo sind wir denn hier? Achso, ich habe aber eine andere Idee. Die machen wir noch schnell. Ist schon wieder so... Nein, du sollst nicht rufen. Ist schon wieder so spät, ich weiß. Aber damit ihr nicht glaubt, ich lese das jetzt noch. Und tu so, als wenn das meine Idee gewesen wäre, machen wir das nochmal eben. Mal eben, vor allem. So, wir schieben das Ding jetzt nochmal da dran, ne? Ich weiß aber nicht, ob man sich im Aufzug bewegen kann. Ist das überhaupt klug, was ich da sage? Ist das klug, was ich da sage? Ich weiß es nicht. Ich wollte auf den Aufzug draufspringen. Bringt uns das was? Vielleicht, ja. Mist. Nein. Du sollst einfach auf den Fernseher draufklettern. Wir müssen leider noch mal nach unten fahren. Fahren wir wieder nach oben. Und haben das falsch gemacht. Ja, wir müssen zwischendurch tatsächlich aussteigen. Du liebe Zeit. Das ist ja anstrengend. Nein, das ist ja anstrengend. Entschuldigung. Wir müssen hier irgendwo aussteigen. So liebe Zeit. So, wir müssen leider nochmal nach oben. So. Dann müssen wir den Fernseher schnell. Und schnell hier rüber. Und ich hoffe, wir sprechen uns jetzt nicht das Genick. Und jetzt sind wir schnell. Ah, das ist aber anstrengend. Soll das denn so sein? Lass mich mal kurz. Denke ich zu kompliziert? Na, hör auf. Was ist da drauf?
schade. Ich wollte... Wäre auch zu spät gewesen, ne? Das bringt auch nichts, wenn ich jetzt... Ich breche mir wahrscheinlich jetzt den Hals. Ja, da breche ich mir den Hals. Puh. Gut, ihr Lieben. Dann versuchen wir das in der nächsten Folge nochmal. Es tut mir leid, aber es ist schon so spät. Wir versuchen das mit dem Aufzug in der nächsten Folge nochmal. Und ich sage, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein. Passt gut auf euch auf. Bleibt kuschelig und gehabt euch wohl.